Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren FGS Video. Heute mal wieder T-Force 2, hatten wir schon lange nicht mehr. Eigentlich habe ich nur ein Video dazu gemacht, nee, zwei. Ja, und ich fange jetzt mal an mit einer Waffendemonstration. Das werde ich in eine Playlist packen und wird wahrscheinlich auch ein paar Folgen bringen. Und ja, wir fangen heute an mit der neuesten Waffe, die vorgestern oder vorvorgestern rausgekommen ist. Und das ist der neue Zapper. Wer T-Force 2 nicht kennt, der sollte vielleicht sich mal darüber informieren, bevor er dieses Video guckt, denn hier, ja, sage ich schon ein bisschen professionelleres. So, gut, dann fangen wir mal an. Also neue Zapper, kann ich hier mal kurz zeigen. So. Ja, könnt ihr selber lesen. So, ich erkläre es mal kurz. Der Zap leider ziemlich langsam. Aber dafür werden die ganzen Levels von den Gebäuden, von den Engineers, zurückgesetzt. Langsam. Das ist halt wie eine Kassette, die man zurückspult, wie man hier sieht. Also ich zeige es mal an der Sentry, dann werdet ihr wissen, also verstehen, was ich meine. So. Also er zappt ziemlich langsam, aber er setzt die ganzen Sentries zurück. Ja. So, das geht natürlich bei den anderen auch. Hier der Teleporter. Die bauen sich dann auch wieder zurück. Vielleicht noch ein paar Grafikbugs, aber sonst sieht es eigentlich ganz cool aus. Zack. Und wieder in Kiste. So. Und hier haben wir noch den Dispenser. Es geht auch ziemlich langsam. So. Und eingepackt. Gut. Das war die erste Waffendemonstration. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier werde ich halt immer die Waffen zeigen, die wohl neu rausgekommen sind. Und vielleicht auch mal ältere. Mal sehen. Ich mache es ein bisschen random. Meistens da, wo man am meisten sehen kann. Und ja, der Trailer von Minecraft kommt bald. Er ist aber noch in Bearbeitung. Wegen 1.3.1 gab es ein Problemchen, dass ich nicht auf den Server konnte. Also konnte ich nicht weiter aufnehmen. Leider, aber naja. Gut, dann sage ich Tschüss.